Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange ist es ja, dass hier auf diesem Kanal mal wieder ein rohes Gameplay gekommen ist. Und ich weiß, ich starte immer irgendwie mit lange ist es ja. Aber tatsächlich, es ist wirklich sehr lange her, dass ich mal wieder auf diesem Kanal was hochgeladen habe. Und von Regelmäßigkeit auf diesem Kanal können wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber das ist ja nicht heute unser Thema, denn heute geht es ja wieder ran an den Speck. Wir machen es wieder ganz oldschool, ganz klassisch, rohes Gameplay. Ich versuche dann eine gesamte Runde, ein gesamtes Match uncut wie möglich hochzuladen. Und Freunde, da würde ich sagen, in diesem Sinne, fucken wir gar nicht lange rum und starten direkt mal die Suche. Nochmal ein kleiner Hinweis dazu, ich bin momentan nicht mit meinem Main-Account unterwegs, sondern mit meinem zweiten Account, das ist shigi.pm. Shigi. Wir sind unterwegs auf Coastline, eine nette Map, gefällt mir übertrieben gut und dann mache ich immer dieselben Strategien. Nichts anderes, wir gehen Main-Entrance, nehmen Maverick, wobei, wisst ihr was, wir packen jetzt noch den Schalldämpfer drauf, weil ich gerade übertrieben Bock drauf habe. So, Schalldämpfer auf Maverick. Claimer können wir machen, echt. Boah, jawohl, Junge, Claimer, gib ihm, Alter. So, und dann haben wir das auch und dann auf geht's in die Runde. Freunde, ich mach's immer klassisch. Bei mir gibt es eben keine andere Strats, weil ich finde, wenn eine Strat klappt, sollte man die auch beibehalten. Solange mir beispielsweise nicht was machen wir? Die machen Bomb, okay. Wir sind auf der Seite. Ist nicht deren Ernst, oder? Och nein. Also meine Drohne kommt, egal ob sie auf der Seite sind oder ob sie in diesem Bereich sind, meine Drohne kommt immer hier oben hin. Wie ich da oben hochkomme, habt ihr gesehen. Und was ich sagen wollte, ist, solange ihr jetzt nicht eine berühmte Person seid, die halt in der Rainbow Six Community so übertrieben bekannt ist, dann halten eure Strategien lange. Und wenn die dann einmal klappt, dann stick to that. Would you was spoke kicking main entrance? Watch out for runouts. Mach die Scheiße doch nicht jetzt auf, Alter. Show me head. Okay, das ist keine. Das heißt, ich bin wieder hoch. So, jetzt bleiben wir erstmal hier. Der Vigil war ja hier. Mal gucken, ob der immer noch hier ist. Erstmal sehe ich keinen Vigil, aber den. Oh, den mit die Main Door aufgemacht. Das gefällt mir gar nicht, Digga. Die Frage ist, ob überhaupt jemand Main Door rausrennen würde. Wir halten erstmal genau das, was der Vigil aufgemacht hat. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade zwar in Unterzahl. Aber die Mates machen das und ich guck mal, ob die Roam haben, weil der Vigil und der Jäger waren ja im Roam, glaube ich. Der Vigil zumindest. Einer von denen wird sowieso hier, das ist so ein High Traffic Area, hier sind die Treppen des Dings. Einer von denen muss hier durchrennen und dann kriege ich den Kill und dann steht es 4-4. Und dann haben wir noch genug Zeit zu pushen, dann müssen wir schnell Push machen. Wo ist der Vigil? Und das dauert viel zu lange. Okay, jetzt gehe ich nach oben. Ich push dann über Aquarium, was ich immer sehr gerne mache. Und gucken, ob sich das dann bewährt. Die haben mein Meister, die haben kein Schild. Die haben keine Fallen außer Smoke. Die Cam sollte ich erstmal gleich wegschießen. Dann schmeißen wir unsere zweite Runde. Aha, ich habe 13, jetzt haben wir nichts für das Problem. Die haben einen Jäger. Ist dahinter, die haben Smoke. Uff, Digga, da muss ich mit meinem Mates gehen, Alter. Das wird sonst nichts, wir müssen da rein. Den Diffuser, wenn der stirbt, dann ist es Schau, Alter. Behind the bomb. Push him. Bro, seid doch mal ruhig. Bro, let me do my thing, okay? Ich weiß doch, dass er da ist irgendwo, Alter. Ey. Ich hab doch links die ganze Zeit nur wen gehört. Wo war der Maestro? Digga, ihr sollt doch nicht mich durchquatschen, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hätte vielleicht die Runde echt holen können.
Aber schade, dass mein Plan nicht aufgegangen ist, dass keiner rotiert hat. Na, egal. Kriegen wir irgendwie, denke ich, hin. Verteidigerrunde. Machen wir Hooker. Wollte echt Hooker machen. Momentan habe ich übertrieben krassen Gefallen an Ella, tatsächlich. Und obwohl ich momentan übertrieben krassen Bock auf Reflex habe, kann ich sie nur mit dem Holo spielen. Warum auch immer. Und vorhin haben wir auch ein sehr gutes Exempel, ein Beispiel dafür gesehen. Freunde, seid niemals jemand, der so Backseat Gaming macht. Bedeutet, dass einfach jemand da ist, der die ganze Zeit quatscht. Einfach sagt, ey Bruder, mach das, ey, guck mal da, mach das. Ihr könnt Tipps und Infos geben, aber lasst die meisten Männer alleine was machen. Oder die sagen, dass ihr die dann Calls geben sollt. Dann ist das was anderes. Dann gebt den Calls. Aber ansonsten lasst jeden das machen, was er will. Weil jeder Mensch spielt anders. Das ist ja der Grund. Das bringt dann einfach nicht, wenn ihr dem einfach nur folgt. Deswegen lasst jeden einfach das machen, was er will und gut ist. Ein Tipp von euch. Ein Tipp von mir für euch. Da noch eins hin und ich versuche die hinten mal ein bisschen zu halten, weil wahrscheinlich wird es von hier pushen. IQ. Die ganze Zeit wird aber nichts gesehen. Ich höre mal kurz hier und check meine Camps ab. Gucken, ob ich einen Gegner finde, bei dem ich könnte unten vielleicht ein bisschen Stress machen. Ja, ich gehe unten. Be advised, Op4 has located a bomb. Hier bin ich raus. Dass ich oben bin. Guck, seht ihr, Freunde? Wenigstens habe ich dafür gesorgt, dass wir Zeit verschwenden. So, jetzt bin ich unten. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich jetzt Cool Maps erst hochgehen oder ich werde diese Stairs hochgehen, wenn sie Aqua sind. They're probably gonna push from Aqua. Aber da Smoke in diesem Bereich schon drin ist, Sophia Aqua Balcony. Smoke Aqua Balcony. There's one probably in. Mute. VAP, termite. One on four remaining. Friendly, last operator standing. Thank you for information, Vision. Is that good? 15 seconds. Ich weiß, dass ich die Füße habe. Einfach nur halten. Time expires in 10 seconds. Ja, Mann! 4 kills, Alter. Seht ihr, Freunde? Late Night Flank. Late Flank, nicht Late Night. Late Flank und dann Gibi. Überlegt mal, Rainbow ist so ein Spiel, da kommt es auf Millisekunden an. Hätte der Sledge mich gekillt, hätte ich weder Ash, noch Thermite, noch IQ, noch ihn killen können. Und ich habe dann noch 2 HP. Bruder, muss los! So macht man das. Good call there with the Thermite and VIP. Thanks. Das war ein guter Kill. Ein Call. Ich hätte Probleme. So, jetzt müssen die da sein, wo ich war. Jetzt machen wir auch das, was ich vorhabe, Freunde. Das bewährt sich immer. Ich habe das tatsächlich einmal High Diamond Place gesehen, dass das jemand gemacht hat. Aber das ist nicht deswegen, weil ich es von ihm gesehen habe, sondern ich hatte es vorher. Deswegen gönnt euch das. Ihr müsst immer hier bei diesem Spiel ein bisschen so um die Ecke denken. Vergiss das nicht. Ich merke gerade, das wird so ein How to Play Rainbow Video. Das sollte es eigentlich nicht sein.
Vielmehr geht es nur darum, dass ich hier ein bisschen roh Gameplay zeige und eventuell hier mal da ein paar Tipps geben kann. Beziehungsweise euch erkläre, was ich dann mache. Damit ihr dann das versteht, was ich mache. Diesen Kitchen? Freunde, Alter, warum geht mein Kitchen, ey? Immer noch, die sind immer noch nicht Pentos und ich habe deswegen schon wieder den Merrick, Alter, ey. Egal, trotzdem, was kann man mit Merrick machen? Verstärkte Wände gibt's auf der Seite quasi. Auf der anderen Seite von der Wand. Da wo Kitchen ist, ist zu lange. David Vigil. Holding upstairs. Aber das ist mir wahrscheinlich ein bisschen viel zu viel. Obwohl, noch, ich kann es doch tatsächlich machen. Vigil wird oben halten. Ich versuche es, glaube ich, echt. Ich könnte, das sieht man sehr selten, aber man kann auch mit Merrick vertikal spielen. Und ich bin momentan übertrieben krasser Fan vom vertikal spielen. Also, why not? Der hat da wieder aufgefallen, der Fuchs. Ich höre mich erstmal hier rauf. Ich hab nicht mehr viel. Wo ist das upstairs? Ich höre den. Entweder ist der unten oder der ist da drin. Aber warum soll ich denn so laut hören, wenn er nur da drin ist? Digga, schon wieder derselbe. Ich brauche viel zu viel Zeit. Dann machen wir ein bisschen Action. Alles oder nichts, komm, gib ihm. Guck, diesmal haben die Mates gut gemacht. Ich hab den Vigil die ganze Zeit. Oh, ich hab den Vigil die ganze Zeit oben gehört. Ich wusste nur nicht, wo der war. Ja, haben wir gut gemacht. Good job. Very good job, my friends. Und die spielen immer dieselben. Smoke hatten die, glaube ich. Maestro hatten die. Doc hatten die. Und Vigil hatten die auch. Nur beim Jäger bin ich mir nicht sicher. Aber egal. So. Wir gehen Penthouse hin. Okay, wir gehen Penthouse. Penthouse finde ich auch. Ist auch eine schlaue Variante. Die werden, ich würde Valkyrie nehmen und Outside Cam reinschmeißen, aber die werden IQ haben. Das heißt, die wird es scannen, wenn es eine gute IQ ist. Wobei, gut, auf dieser Elo würde ich jetzt nicht sagen. Deswegen machen wir das ganz klassisch und nehmen den Jäger und roamen mal damit. Ja, komm, wir roamen mal. Wir hätten noch eigentlich auch Echo nehmen können, aber wir gucken mal. Protect the bombs. Ich hab mal letztens was gesehen. Der Junge, das jetzt echt probieren können, das mache ich gleich. Haha! Ich hätte einen Hunger nehmen müssen. Wenn ich, das hätte echt klappen können, ne? Man wird das voll gar nicht erkennen. Mira, can you do me a favor? I got one Twitch from you, watch out from Twitch rounds. Mal gucken, wie das klappt. Mira, can you do me a favor? 5 seconds to insertion. Was macht der für eine Scheiße, Digga? Ach, dass man die von unten nicht durchschießt. Ja, wen willst du durchschießen? That is a good strat. Smoke. Mach doch nicht alle zu, Bratan. Ja, ich muss hier raus, Alter. Der war Balcony, ne? Ja, Balcony. Fuse upstairs on the roof. Digga, ich hab das gehört. Ich wollte nur kurz gucken und wieder weg. Ah, shit! Ich mag es nicht, von Aquarium rüber zu flanken, weil da oben immer jemand ist. Immer.
Was? 5 Leute sind schon tot? Wie schnell, Digga? Demnächst, also guck mal, so wenig Camps. Wir haben nur 3 Camps. Jetzt können die Toten nichts mehr machen. Nichts mehr. Weil diese sind nicht High-Traffic-Camps. Das vielleicht, wenn die rumflanken, was ich jetzt nicht denke, oder das hier. Aber wenn von da aus jemand kommt, ist die Camp auch schnell weg. Am Puls geht wenigstens Roman. Wo ist eigentlich unser dritter Mann? Er ist noch zu zweit. Uff. Deploying sensor. Tatsächlich, draußen ist einer. There's one outside Pulse, you see him? Yeah, sir. Welch Camp ist das? The last one is around Aqua. South side, southeast. Seconds. He got the 90 hallway cam. He should be in the hallway. Mirror, they're both there. They're gonna plant. Pull those downstairs. Don't worry about that. Nitro deployed. Last op standing. Good job. Good job, team. Haben die gut gemacht, muss ich sagen. Sehr gut. Ich glaube, das war echt der Planter. Haben echt gut gemacht. Not bad, not bad, not bad. Ich wünschte, ich würde solche Teammates auch auf meinem Main-Account treffen. Die, auch wenn es nur ein Stückchen ist, Ahnung haben, wie man spielt. Was machen wir dann? So, die haben jetzt. Die waren jetzt dreimal. Also wir greifen jetzt zum dritten Mal an. Ich habe keinen Bock auf Merrick. Merrick ist eh schon weg. Die werden, finde ich, denke ich zumindest, immer noch Hooker sein. Aus diesem Grund nehmen wir den Buckebuck. Bug hier könnten wir auf jeden Fall mit Holo spielen, wobei ich bin mir nicht sicher, aber wir probieren es mal. Für ACOG ist es, glaube ich, echt nicht so optimal. Vor allem, wenn man vertikal spielen will, dann ist ein kleineres Visier besser als so ein reingezoomtes wie das ACOG. Okay, direkt mal Hooker Kitchen abchecken. Ob sie da sind, werden wir dann sehen und... Diesmal sind die oben! Ich raste aus, Alter, ey! Und wir haben wieder Merrick. Uff. Digga, jetzt will ich die ganze Zeit, seitdem dieses Match angefangen hat, will ich die ganze Zeit eine einzige Strat ausprobieren, Alter. Wobei, was, ich hab's schon gemacht. Die Strat war eigentlich, es ist jetzt nicht so gut geklappt, aber die Strat war mit Merrick einmal rechts, einmal links an dieser Wand zwei kleine Löcher zu machen und dann da durchzugucken, weil meistens chillt da immer eine Mirror oder irgendjemand, oder man kann halt einfach straight durch beide Objectives gucken und ich finde, das ist voll praktisch und Vorteil. Thank you. Guck mal, die sehen das einfach nur von Dings, Alter, von Pro-Spielern, die einfach den Diffuser auf dem Dings droppen, Alter, und machen dasselbe die ganze Zeit, das fucking Fahrt. Ich mach nur über Badezimmer. Normalerweise pusse ich nie übers Badezimmer, aber. Jägerin, Hooker, Billard. Cool by Poway now. Aha, die haben mir aufgemacht, dass ich runterdroppen, kommt für mich erstmal hier nicht in Frage. Jägerin Pink. Mal gucken, ob ich das hinkriege, was ich vorhabe. Ich glaube nicht, aber wir sehen, ob das geht. Das geht ja doch, ich wusste nicht, dass das noch geht. Nein, Digga! Oh mein Gott, was war das für ein Timing, ey? Ich habe das viel zu spät realisiert, dass echt jemand rausgerannt ist, Alter. Digga, die hat genau meinen Kopf getroffen, das gibt's doch nicht, ne? Good job, die hat genau meinen Kopf getroffen, Alter, ey. Ich hab nur in der ersten Runde geglänzt. Good job. Also der Ethan weiß, wie man zu spielen hat. Der weiß auf jeden Fall Bescheid, der Bruder. Ich wollte dann da helfen mit Bug,
damit ich da irgendwie runter repellen kann. Und dann muss ich da rüber gehen und nachher, genau in dem Moment, weil Valkyrie raus, ey. Pff, 300 IQ, Alter. Egal, Freunde. Besser geht's, würde ich sagen, in diesem Sinne gar nicht. Es ist so ein Platt-Gold-Gameplay gewesen. Und ich finde, es war jetzt nicht so krass schwierig und anstrengend. Aber, Freunde, das war's dann von mir und von dieser Folge. Wir sehen uns dann demnächst. Freunde, macht's gut. Bis dann. Ich küsse eure Augen. Ciao.